Und da wir nun auch Stärke einsetzen können, kann ich direkt mal hier die Felsen bewegen. Ach, das ist schön. Schon 4 Orden. Übrigens müsst ihr mir den Ordenrechner angucken. Also ich schiebe mir erstmal den Stein bis durch und dann gucken wir mal, was der Orden. Also wie der Orden aussieht. Ach, guck mal, ja, der schiebt den Stein an den fetten Opa hier. So. Ich trainiere hier, das ist mein Platz. Ich bin so. Ich möchte nichts. Ja. Der hat Rechtschreibung. Ich bin in einer Vulkanhäuse. Möchtet ihr einen Lava-Keks oder sowas haben? Also, okay, wir merken uns mal auf unserer kleinen To-Do-List. Dieser Mann möchte etwas von uns lassen, aber nicht, wollte ich gar nicht. Ich wollte meinen Ordner. Oh, der ist schön, doch. Der ist wunderbar. Und das ist die Rückseite meiner Trainerkarte, die nicht sehr voll ist. Man erwartet uns ein. Oh. Hier erwartet uns also Power. Warum fangen wir uns nicht einfach mal? Ich meine, ja, kaum ein weiteres Pokémon für unsere. Ich glaube, dass wir ja, das war zu viel. Ich will es aber haben eigentlich, aber von mir. Nochmal. Oh, hoffentlich kommt gleich wieder. Nein, es war King. Ich will Kengo nicht haben. Ich will Power Gas. Ich will Power Gas. Ich will auch dieses Lava nicht haben. Das ist komisch. Guck mal, ich stehe mit euch, drehe mich auf die Stelle. Yeah. Wo ist Power Gas? Ich hab's kaputt gemacht gerade eben. Ich will kein Power Gas. Also ich will kein Power Gas kaputt machen, ich will ein Power Gas haben. Gib mir dieses. Ja, komm, der Lucky Encounter oder was? Können wir. Ja, danke schön. Ember war ein nicht effektiver Tag in der Zeit, das wird. Ja, genau. Und das nochmal, weil wir. Nein! Wir können auch einfach mal wieder einen Pokéball schmeißen. Warum nicht? Ich meine, so schlimm wird es für dich werden. Das Ding einzufangen. Ta-ta-ta-ta! Und du bist ein Gas-Pokémon. Es ist voll mit separaten Tuben, um sowohl Gas als auch Feuer auszuströmen. Wenn ein Bruch in seinen Tuben ist, dann explodiert es gut und ja. Also es ist sehr gut, wenn man checkt, ob die noch funktionieren, die Tuben. Das ist wunderbar. Ich habe ein Pokémon jetzt im Ding so. Das ist einfach seltsam. Hier können wir das fröhliche Schiebespielchen weiter ausführen und ich werde den garantiert bis nach unten schieben spielen. Ja, 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 so doof bin ich, garantiert. Ich will nicht das Item noch haben, es ist ein Feuerstein. Okay! Kann man, ja, es kann nicht schaden haben, ne? Noch mehr schieben, ja komm, schieb. Und hier noch mehr schieb für ein weiteres Item, das da im Folgenden lautet. TM06, das ist doch Taxi. Kann man gut gebrauchen für Kämpfe, die schwierig sind, wenn man den Gegner langsam aber sicher in den Tod führt. Und das hier bringt ziemlich nichts. Warum soll ich ihn noch weiter schieben? Ah. Who knows that? Doch klar, der Stein hat sich aber eben dahin resettet, natürlich. Ich bin zwar noch im auf derselben Map, aber schiebe mir noch die Steine wieder dahin, wo sie vorher waren. Nee, nicht. Guck mal, man könnte sich, wenn man den Stein jetzt hochschiebt, den Weg verbauen. Wenn ich jetzt also. Moment. Ich kann Fluchtzeile benutzen. Oh, warte mal. Ich weiß, das ist jetzt eine Verschwendung eines Items, aber. Obwohl, ich hab's auch noch Schaufler dabei. Guck mal. Wenn ich das jetzt mache, wenn ich jetzt so dumm bin und das hier hinschiebe, dann habe ich das Spiel quasi verloren. Hätte ich jetzt kein Fluchtseil oder kein Schaufler und würde jetzt noch oben drein speichern, dann wäre es jetzt gewesen. Und du hast ein Item, ja. Auch ein Rare Candy. Das ist aber immer sehr nett, wenn man sowas beigelegt hat. Ja, dann schaufeln wir uns mal raus. Also, das ist ja Wahnsinn. Ich habe schon wieder einen Gamebreaker gefunden. Gamebreaker! Gut. Da sind wir nun und wir gehen nun zurück und suchen uns ältere Stationen. Und was können wir denn jetzt machen, wo wir den. Aber wir können jetzt in die Wüste reingehen, ja, wenn ich das denn mache, völlig ausgeschlossen, dass ich da jetzt hin will. Ja, ja. Ich will immer noch gerne wissen, was da so ist. Oh, wir können hier rein. Ey, cool. Oh, je, ist doch Wüstengebiet. Ich wollte schon sagen, jetzt gibt's, sieht gar nicht nach einer Wüste aus, aber wie doch. Dieser Stein ist das Grab der Götter von uns Mond. Grab ein bisschen Respekt. Okay, da können wir sowieso noch nicht rein. Nun gut. Hier werden wir auf einige Wüstenpokémon treffen. Erstaunlicherweise. Wie wird sich denn ein von euch erschaffen? Ja, boah, ihr seid alle nicht so gut. Du hast schon lange nichts mehr richtig gemacht. Beziehungsweise bist du auf Level 26. Deswegen
Ja, ich spule jetzt ein bisschen durch, weil ich wissen, was ich. Oh! Wow, der ist weitsichtig. Komm her! Lies das im Sand. Baro. Ich will's gar nicht wissen, weil das sinnlos ist, wie ich schon damals in der Bro Cave erwähnt habe. Es ist einfach dumm. Es ist einfach. Ja, oh nein. Oh ja. Wenn ich einfach all diese Kämpfe vorspulen, weil ich diesen Wind, weil ich diesen ganzen Sandeffekt. Ihr seht auch, warum ich gerade so eine sprachlose Pause mache, ne? Ich bin gerade echt sprachlos, ehrlich. Ich bin gerade wirklich sprachlos. Und jeder, der es noch nicht gesehen hat, warum ich jetzt so sprachlos bin, darf bitte gleich nochmal einen Blick auf das auf den Sand werfen. Beziehungsweise was da für Formen im Sand sind. Das ist doch wohl wirklich. Das ist nicht lustig. Also. Ach, das ist. I have no words for this. I simply have no words for this. Nennen wir das Kind doch beim Namen. Es sind hier Hakenkreuze auf dem Boden. Und wenn ich auf die Hakenkreuze trete, werde ich besiegt. Also. Lieber Herr Liskundner von Part 1. Wieso? Werde ich so auf diese fiese Arena aufmerksam gemacht, dass sie so schlimm ist, wenn doch dieser Ort, der direkt danach kommt, so viel fragwürdiger ist. Formulieren wir es mal so. Und ich werde jetzt übrigens auf gar keinen Fall einen Schutz einsetzen, weil mir das tierisch auf den Sack geht. Und dass hier jedes Mal was kommt. Ach, hi. Das ist eine sehr awful Sand, weil wir hier Formen haben, mit denen ich mich hier nicht identifizieren möchte. Ich unterstütze nicht, in welche Richtung dieses Let's Play gerade geht. Deswegen kämpfen wir gegen dieses Kyria oder Ratego. Tschüss. Oh mein Gott, es ist ein Labyrinth aus. Was ist das denn hier? Das ist auch noch irgendwas komisches. Ja, ich hab's nicht so raised. Es ist immer noch Chaos. Es ist einfach blablabla. Ich weiß jetzt halt auch nicht, ob das beabsichtigt ist oder nicht. Weil irgendwie sagt da auch niemand zu irgendwas. Das war gerade falsch rum. Irgendwie sagt da niemand irgendwas zu so rum. Entschuldigung, dass ich gerade so ein bisschen durchspule. Ich werde es gleich wieder ein bisschen reduzieren. Ich bin halt, glaube ich, gerade einfach nur so sprachlos, dass ich aus Reflex vorspulen muss. Kann ich jetzt lang, ja. Kann ich hier überhaupt irgendwo lang? Oder weil eigentlich ist ja jetzt alles dicht hier, oder? Ja, toll. Da war aber auch noch was. Ja, lass mich mal durch hier. Ah, wo geht's denn jetzt? Geht's dann irgendwo lang, dann die Geheimwaffe? Moment! Ich bin ein Erforscher der Altnazis. Hier oben geht's auch nicht durch. Das Ding ist. Oh! Ja. Ach, so kann ich drüber laufen. Ach, natürlich. So kann man da drüber laufen. Das Ei. Lalalala. Genau das hat er gesagt. Ich hab das vollkommen richtig übersetzt. Noch mehr komische Pyramiden. Und diesen roten Ball, den sehen wir so oft. Ob als Nase, ob als Kopfbedeckung, ob als weiß ich. Nein, ich will nicht sterben. So, Level 28. Willst du das wirklich? Ich weiß ja nicht. Das ist jetzt eigentlich. Gains Power. The user's HP
slower than the frozen itch. Ah, ich weiß ja nicht. Außerdem will ich gerade dieses Piep-Geräusch bekommen. Und der setzt den wir mal ein. Mit Biss. Ach, endlich wieder was Einfacheres. Ich meine, die letzten Kämpfe gegen diesen Ember, gegen diese Ember-Boss-Tussi und gegen die Arena-Leiterin waren echt heftig. Also schön, dass wir jetzt wieder mal annehmbare Kämpfe haben. Ich begrüße dies. Level 28. Und Feuer. Feuerwirbel. Das ist nicht wirklich irgendwas, was richtig gut ist. Aber außerdem, die anderen Attacken sind mir dafür viel zu wertvoll, als dass ich die jetzt gegen eine weitere kleine Feuerattacke austauschen würde. Oh wow. Da kann ich aber nicht lang. Aber da gibt's Fossil hier. Gib mir was. Okay, was ist das hier noch? Nee. Wir können ja wieder das. Hier vorne Feather in der Rock. Ich will aber keine. Das ist aber keine Feder. Und das hier ist ein Herr. Von der Herr in der Rock. Feather oder Herr? Ich entscheide mich für Herr, weil Herr, H-A-R-E, im Englischen heißt Hase. Und das passt zu mir. Deswegen habe ich jetzt ein altes Haar aufgesammelt. Schön. Wunderbar. Und das andere verschwindet. Und ich gehe jetzt einfach mal hier rein und sterbe. Genau. Und lande wieder hier. Verliere ich endlich dieses Mal ein Geld? Nee, ne? Ich werde nur bewusst, dass ich wieder am Anfang gefunden. Oh, hier bin ich. Gut, dann haben wir jetzt ein kleines Fossil gefunden, das wir dann später zum Leben erwecken können, wenn wir wieder in der ersten Stadt sind. Das ist immer ein kleiner Fußmarsch, was hält. Oh, guck mal, wer mich wieder anruft. Cool, ne? Geil. Ja, komm her. Baby. Dann würde ich sagen, schauen wir mal wieder beim Rätselhaus vorbei, wenn wir gerade hier sind. Obwohl ich. Könnte es eigentlich den einen Erinnerer daraus holen und dann nochmal hier, dann wird zweimal Rätselhaus hintereinander, aber nee. Nö, ich will jetzt, ich hab jetzt Bock. Also los geht's. Was? Oh, ich bin falsch. Ja, natürlich. So, ich hab den Weg wieder gefunden.